Herzlich willkommen zu Urknall Weltall und das Leben. In letzter Zeit haben wir ja sehr intensiv uns beschäftigt mit den Relativitätstheorien von Albert Einstein und auch mit der kosmologischen Konstante. Und da war es doch jetzt wirklich mal an der Zeit, auch diese Person Albert Einstein mal herauszuarbeiten. Ich denke, das ist ganz wichtig, um das Ganze in ein komplettes Bild zu rücken. Und wer könnte das besser bei uns auf dem Kanal als Ernst-Peter Fischer? Sie kennen ihn bereits. Er ist ja nicht nur Physiker und Biologe, er ist eben auch Wissenschaftshistoriker. Und das merkt man in seinem profunden Wissen um diese Personen. Und er wird uns heute Albert Einstein mal vorstellen und vielleicht auch den ein oder anderen Aspekt, den Sie noch nicht kennen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Einstein gehört zu den ganz wenigen Naturwissenschaftlern, die man eigentlich überhaupt nicht vorzustellen braucht. Jeder hat seinen Namen gehört, jeder hat sein Gesicht schon mal in irgendeinem Zusammenhang gesehen. Als Postkarte wird Albert Einstein mit dem Gesicht vertrieben, wo er die Zunge rausstreckt. Das ist bei der Gelegenheit seines 72. Geburtstages passiert. Und die Karte oder das Bild hat ihm so gut gefallen, dass er selbst eine Postkarte hat anfertigen lassen, um die dann in alle Welt zu verschicken. Jeder kennt eine berühmte Gleichung von Albert Einstein, nämlich E gleich m mal c Quadrat. Die Energie, die man freisetzen kann, mit der Masse, die aus der Energie kommt, und der Lichtgeschwindigkeit verbindet. C ist die Lichtgeschwindigkeit, m die Masse und die Energie ist E. Einstein hat diese Formel bereits 1905 als ein kleiner Angestellter am Patentamt in Bern abgeleitet aus ganz freien Stücken. Und da man heute weiß, dass E gleich mc Quadrat gewissermaßen die Erläuterung und die Begründung dafür liefert, dass Atombomben gebaut werden können, denn in der Masse, die wir zur Verfügung haben, in der Materie steckt so viel Energie, wenn man die nur raffiniert genug freisetzt, kann diese ungeheure explosive Energiemenge erzeugt werden, wie wir sie ja dann 1945 und später erlebt haben. Wer weiß, dass also diese Gleichung den Weg zur Atombombe bereitet, kann sich jetzt die berühmte Frage stellen, ob man jemals hätte verhindern können, dass diese Gedanken freigesetzt werden. Denn als Albert Einstein im Patentamt saß und über E und M und C nachdachte, da hatte er überhaupt so etwas wie eine Anwendung einer Bombe überhaupt nicht im Sinn. Sondern er folgte einfach seinem freien Gedankenspiel und er stellte sich die Frage, ob die Energie eines Körpers etwas mit seiner Trägheit zu tun hat oder die Trägheit eines Körpers, also die Masse, die er hat, etwas mit seiner Energie. Er hat das in völlig freiem Nachdenken gefunden und jeder, der sich über die Verantwortung des Forschers Gedanken macht, sollte sich darüber klar sein, dass die Grundformel, die zur Atombombe, die sozusagen die Energie erläutert, die bei der Atombombe frei wird, nicht von einem Mann gefunden wurde, ist der konkretes zielgerichtet das Denken praktiziert hat, sondern der sich dem freien Gedankenspiel Verbindungen zwischen den Größen, die Physik kennt, hingegeben hat. Einstein lebte etwa seit 1932, 1933 in den Vereinigten Staaten. Er war mit dem Beginn des Aufkommens, mit der Regierungsbeteiligung der Nationalsozialisten 1933 aus dem Land gegangen. Er war mehr oder weniger vertrieben worden. Also er war schon im Ausland, als dann die Hetze der nationalsozialistischen Politiker und der nationalsozialistisch gesinnten Wissenschaftler gegen ihn losging. Er ist dann nicht mehr zurückgegangen. Und dann etwa ab 1933 hat er den Fuß nicht mehr auf deutschen Boden gesetzt und ist in Amerika geblieben. Sodass wir insgesamt Einsteins Biografie, wenn wir sie gleich erzählen wollen, in zwei Bereiche einteilen können. Zunächst die europäischen Jahre, dann die amerikanischen Jahre, das wir dann gleich tun wollen. Aber bevor wir dazu kommen wollen, möchte ich noch die Person selbst in ihrer Denkungsweise, in ihrer Wissenschaftlichkeit, in ihrem Interesse charakterisieren. Und das gelingt am besten durch drei Zitate. Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Es ist das Grundgefühl, das an der Wiege von wahrer Wissenschaft und Kunst steht. Wer es nicht kennt und sich nicht mehr wundern, nicht mehr staunen kann, der ist sozusagen tot und sein Auge ist erloschen. Das Denken um seiner selbst willen wie die Musik. Die Triebfeder wissenschaftlichen Denkens ist nicht ein äußeres Ziel, das man erstrebt, sondern die Freude am Denken. Wenn ich kein Problem zum Nachdenken habe, dann leite ich mit Vorliebe mathematische und physikalische Sätze wieder ab, die mir längst bekannt sind.
Hier ist also gar kein Ziel da, sondern nur die Gelegenheit, um sich der angenehmen Tätigkeit des Denkens hinzugeben. Eines habe ich in meinem langen Leben gelernt, nämlich, dass unsere ganze Wissenschaft an den Dingen gemessen von kindlicher Primitivität ist. Und doch ist es das Köstlichste, was wir haben. Bedenken Sie bitte, hier spricht ein Physiker und die Worte, die er benutzt, heißen Staunen, angenehm, köstlich, kindlich. Und ich denke, dass man das bei Einstein lernen kann. Wissenschaft ist etwas Köstliches, Wissenschaft ist eine angenehme Tätigkeit im Denken. Und bei Wissenschaften, wenn man Wissenschaft treibt, kann man dauernd staunen und sich wundern. Wir werden auf dieses Wundern noch weiter zu sprechen kommen. Das gehört, ist das Charakteristikum von Einstein, die sich immer wieder wundern können. Und die einzige Empfehlung, die beste Empfehlung, die man allen Menschen geben kann, versuchen Sie sich immer wieder zu wundern. Versuchen Sie sich über die einfachen Dinge zu wundern, die Farben des Himmels oder die Temperaturen, die Sie erleben. Das Wundern ist das, was Sie zum Denken führen kann und eine angenehme Tätigkeit. Also sich erst wundern und dann angenehm denken, was gibt es Schöneres. Dann sind Sie auch auf den Spuren von Albert Einstein. Wir möchten aber nur jetzt uns selbst auf die Spuren, auf die konkreten Biografenspuren von Albert Einstein begeben und noch mal kurz seine Biografie in Erinnerung rufen. Zunächst die europäischen Jahre. Wir wissen alle, dass er 1879 in Ulm geboren worden ist. Das ist das Schwabenland, das ist Schwäbisch und das hat er auch bis zum Ende seiner Tage gesprochen. Also wenn Sie irgendwo mal Einstein, einen Sound von Teig von Einstein hören, das klingt immer etwas das Schwäbische durch. Er ist nicht lange in Ulm gewesen. Die Eltern sind früh nach München gezogen. Das Bayerische hat nicht auf ihn abgefärbt. Die Eltern der Vater kommt aus Stuttgart, haben schön Schwäbisch mit ihm gesprochen. Dann sind die Eltern, der Vater ist leider geschäftlich nicht so erfolgreich gewesen, nach Italien gezogen. Und Einstein ist dann als Schüler hinterher in die Schweiz gegangen, um da dann auch beim Studium der Physik sich selbstständig zu machen. Er war immer ein guter Schüler, das ist ein grobes Gerücht, das man über ihn ausgestreut hat, dass er ein schlechter Schüler war. Die einzigen Schulzeugnisse, die man von ihm kennt, sind aus der Schweizer Zeit. Und da hat er lauter Fünfen im Zeugnis. In der Schweiz ist allerdings die Note eine Punktzahl, sodass die 5 und die 6 die höchsten Punktzahlen sind. Der erste Biograf hat das nicht verstanden, hat deshalb die Meldung gemacht, dass Einstein ein schlechter Schüler gewesen ist. Und wir glauben das alle, weil wir natürlich alle hoffen, dass unsere Kinder, wenn sie dann 5 und 6 nach Hause bringen, vielleicht doch noch wie Albert Einstein werden. Tatsächlich müssen wir uns klar machen, Albert Einstein war ein guter Schüler. Er war allerdings ein schlechter Student. Nicht jetzt in dem Sinne, dass er schlechte Noten hatte in den Klausuren. Er hat dann zum Schluss keine gute Examensnote bekommen. Er war ein schlechter Student in dem Sinne, dass er seine Professoren aufgeregt hat. Er hat nämlich studiert in einer Zeit, wo die großen Theorien, die ja dann von ihm stammen und die später dann auch die Atomphysik ausmachen, ja noch nicht gegeben hat. Das heißt, die Physik, die Einstein studiert hat, ist eine sehr unvollständige, noch unklare Physik. Und die Professoren, die traten aber so auf, als ob sie schon eine vollständige, völlig souverän vorzuführende Physik verstehen würden. Und Einstein hat die Fehler entdeckt und hat seine Professoren dabei genervt. Und das führte natürlich dazu, dass er nicht beliebt war. Insofern war er ein nicht beliebter und, wenn man so will, auch schlechter Student. Das hat dafür gesorgt, dass er keine Anstellung an der Universität bekommen hat. Er musste sich also umtun, was anderes suchen. Er hat erst Nachhilfestunden angeboten und ist dann zum Schluss 1902 am Berner Patentamt gelandet, um da als Angestellter dritter Klasse die Ansprüche von Erfindern auf Patentanspruch zu prüfen. Leider ist aus dieser Zeit nicht sehr viel Material überliefert, welche Arbeiten er begutachtet hat. Die Schweizer Behörden haben so die Regel, dass nach 15 Jahren nach der Begutachtung eines Patentes die Unterlagen vernichtet werden. Und so sind alle Anträge, die Einstein bearbeitet hat, verschwunden. Wir wissen also nicht, welche Anträge er bearbeitet hat. Wir wissen nur, dass er in dieser Zeit am Patentamt viel Zeit hatte, um Physik zu treiben. Er hat später mal jemanden, der ihn besucht hatte am Patentamt, gefragt, wo haben Sie denn Ihr Büro für theoretische Physik? Da hat Einstein die Schublade des Schreibtisches aufgemacht, an der er arbeitet, und sagt, das hier ist mein Büro, an dem ich arbeite. Einstein ist ja berühmt dadurch,
dass er keine Experimente brauchte, um die Welt zu verstehen, um den Kosmos zu verstehen, sondern nur, um in den Worten seiner Frau, die Rückseite eines Briefumschlages. Das heißt, er hat Gedankenexperimente gemacht, er hat mathematische Sprachen entwickelt und er hat sich so kleine Überlegungen gemacht über Grundprinzipien, mit denen wir versuchen, die Welt zu verstehen. Und dabei ist ihm eine Menge Gutes eingefallen. Sein berühmtes Wunderjahr ist das Jahr 1905, in dem er mit 5 Arbeiten an die Öffentlichkeit tritt. Die letzte dieser Arbeiten enthält die Gleichung E gleich mc Quadrat, über die wir schon gesprochen haben. Die erste dieser Arbeiten handelt von der Natur des Lichtes. Diese erste Arbeit des Jahres 1905, die er als, wie gesagt, Angestellter am Berner Patentamt publiziert, die bringt ihm später den Nobelpreis ein. Also es handelt von einem neuen Verständnis dafür, was eigentlich Licht ist. Das Witzige an der Sache ist, dass sich damals kaum jemand um die Frage kümmerte, weil das eine Frage zu sein schien, die man beantworten konnte. Licht, das war doch klar, das war im 19. Jahrhundert eindeutig geklärt. Licht war eine elektromagnetische Welle. Man konnte genau angeben die Wellenlängen des Lichtes. Man konnte bestimmte Erscheinungen überprüfen, sogenannte Interferenzerscheinungen, die nur mit Licht möglich sind. Und eigentlich war völlig eindeutig, wie die Antwort auf die Frage heißt, was ist Licht? Nämlich eine Welle. Einstein machte dann Überlegungen statistischer Art und Beobachtungen und Vergleiche mit experimentellen Ergebnissen, die ihm andeuteten, dass das nicht ganz die Lösung sein konnte. Und nach einigem Hin und Her ist er zu der von ihm selbst als revolutionär bezeichneten Einsicht gekommen, dass Licht auch aus Lichtatomen bestehen muss, dass Licht also auch Teilchencharakter haben muss. Und tatsächlich stellt er vor, dass man bestimmte Eigenschaften des Lichtes, den sogenannten photoelektrischen Effekt oder auch andere Dinge, nur dann verstehen kann, weil man annimmt, dass Licht nicht nur als Welle in Erscheinung treten kann, sondern auch als Teilchen. Seitdem steht das so in den Büchern. Einstein hat die Dualität der Lichtnatur erkannt. Es kann Welle und Teilchen sein. Aber ich glaube, die eigentliche Entdeckung ist eine andere. Denn was Einstein wirklich entdeckt hat an dieser Stelle, ist, dass man nicht erklären kann, was Licht ist. Denn wenn etwas sowohl Welle als auch Teilchen sein kann, dann wissen Sie alles Mögliche über dieses Etwas, nur nicht mehr, was es ist. Denn wieso soll etwas Welle und Teilchen zugleich sein? Das ist offenbar eine ganz andere Art der Beschreibung, die in die Naturwissenschaften hineinkommt. Denn ob ich Licht als Welle messe oder ob ich Licht als Teilchen messe oder bestimme, hängt von der Entscheidung des Beobachters ab. Er sagt, ich will die Wellenlänge des Lichtes messen, dann antwortet Licht mit der Wellenlänge. Oder er sagt, ich will den genauen Ort eines Lichtatoms messen, dann antwortet das Licht genau mit dieser Antwort. Und man kann das auch anders noch nachweisen, dass Licht tatsächlich den Teilchencharakter hat. Und die eigentliche Entdeckung von Einstein ist, dass Licht immer ein Rätsel bleiben wird. Jedenfalls im Sinne der Menschen, die ein Gehirn haben wie wir. Und das ist nun jetzt für mich das Besondere, denn wenn Licht immer Welle und Teilchen sein kann, und wenn ich also nie sagen kann, was Licht eigentlich ist, dann ist Licht ein Geheimnis. Und erinnern Sie sich an das Zitat, das ist das Schönste, was wir bekommen können, nämlich etwas als geheimnisvoll empfinden und sozusagen Lust haben auf dieses Geheimnis. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass das eigentliche Interesse von Menschen an Dingen der Wissenschaft oder Dingen der Kunst nicht dadurch zustande kommt, dass wir Lösungen und Antworten haben, sondern dass wir Fragen stellen können, dass wir Geheimnisse haben. Und was Einstein uns sagt, ist, Licht ist ein Geheimnis. Und deshalb ist es das Schönste, was ihm passieren kann. Wir können über das Licht ewig und immer wieder staunen. Und Einsteins Angebot an die Menschen ist, über das Licht zu staunen. Und natürlich auch dann über andere Dinge, über die Atome zu staunen, über den Raum zu staunen, über die Zeit zu staunen. Und das ist eigentlich das Angebot. Er gibt keine wirklichen Antworten, sondern er sagt, staunt darüber, wundert euch darüber, freut euch daran und gebt euch der angenehmen Tätigkeit des Nachdenkens über diese Dinge hin. Also Licht, seine große Entdeckung von Einstein, dass sie so gewissermaßen so im Unklaren oder so im Geheimnisvollen bleibt wie die großen Fragen der Philosophie. Wir werden ja auch nie wissen, was Gerechtigkeit ist, was Tapferkeit ist, sondern wir können das diskutieren. Wir können immer wieder die Frage neu aufwerfen. Wir können auch immer wieder die Frage neu aufwerfen, was Licht ist. Mit anderen Worten, Einstein verwandelt die Physik in eine philosophische Disziplin, die voller Geheimnisse ist, über die man sozusagen mit großer Freude und mit großem Vergnügen nachdenken kann. Das ist aber nur eine von seinen großen Arbeiten aus dem Jahr 1905. Die berühmteste Arbeit, die für die Wissenschaft nachwirkend ist, trägt den schlichten Titel zur Elektrodynamik bewegter Körper. Sie ergibt das, was wir heute die Relativitätstheorie nennen. Einstein setzt da eine merkwürdige
Vorgabe in diese Welt. Er sagt, dass die Lichtgeschwindigkeit etwas ist, was absolut ist, was nicht von irgendeinem Bezugssystem abhängt, von dem wir umgehen können. Also muss eine merkwürdige Verschiebung der Bedeutung ist. Wir sagen immer, dass Einstein Relativitätstheorien aufgestellt hat, sozusagen die Relativität von Raum und Zeit und anderen Dingen auszumachen scheint. Aber die Theorie beginnt mit einem Absolutheitsanspruch. Der Sech sagt, dass die Lichtgeschwindigkeit etwas Absolutes ist. Nun haben Sie sicher alle schon den Namen Relativitätstheorie gehört. Sie haben auch alle schon von den merkwürdigen Effekten der Relativitätstheorie gehört. Sie haben auch sicher schon davon gehört, dass die Relativitätstheorie irgendwie Raum und Zeit auf eine Weise verknüpft, die ganz schwer zugänglich ist. Und es haben vor allen Dingen die Pädagogen gemerkt und die Didaktiker gemerkt, dass, obwohl die Relativitätstheorie jetzt über 100 Jahre alt ist, sie ungeheuer schwierig ist, den Menschen nahezubringen. Tatsächlich widerspricht die Relativitätstheorie in vielen Fällen dem, was wir den gesunden Menschenverstand nennen. Und eins der großen Rätsel ist, wie kann man eigentlich jemals die verstehen? Wie kann man die vermitteln? Das nächstgrößere Rätsel ist, wie konnte jemand wie Einstein überhaupt auf diese Idee kommen? Wie konnte er jemals gewissermaßen an den Vorgaben des gesunden Menschenverstandes, an den Vorgaben der Wissenschaft von mehreren hundert Jahren vorbeigehen und etwas ganz Merkwürdiges dabei entdecken? Und da hat er selbst mal eine komische psychologische Antwort gegeben, die damit zu tun hat, dass er sich als Kind viel langsamer entwickelt hat, als das der Normalbürger tut. Der normale Erwachsene denkt über die Raum-Zeit-Probleme kaum nach. Das hat er seiner Meinung nach bereits als Kind getan. Ich hingegen habe mich geistig derart langsam entwickelt, dass ich erst als Erwachsener anfing, mich über Raum und Zeit zu wundern. Naturgemäß bin ich dann tiefer in die Problematik eingedrungen als die normal veranlagten Kinder. Also es könnte sein, dass normale Veranlagung gerade das Schlechte ist. Also vielleicht, wenn Sie ein Kind zu Hause haben, das so zögerlich über Raum und Zeit nachdenkt, vielleicht wird das der neue Einstein. Ermutigen Sie dieses Kind weiterzumachen und sich dann später zu wundern, wenn es sozusagen die Begrifflichkeiten schon hat, schon die ersten Gedanken hat. Also das ist ein interessanter psychologischer Hinweis von Einstein auf die Möglichkeit, am gesunden Menschenverstand vorbei eventuell zur wissenschaftlichen Wahrheit zu kommen. Wir bleiben noch einen Moment bei dem Wunderjahr 1905, denn es gibt einen fantastischen Brief, den Einstein einem Freund Konrad Habicht schreibt, in dem er die großen Entdeckungen, also nicht alle, aber die meisten großen Entdeckungen dieser Zeit ankündigt. Und dieser Brief ist von einem Biografen als der wahrscheinlich berühmteste oder spannendste oder interessanteste Brief der Wissenschaftsgeschichte bezeichnet worden. Ich kann dem nur zustimmen. Und diesen Brief, den Einstein zur Ankündigung seiner großen Arbeit schreibt, wollen wir jetzt hören. Lieber Habicht, es herrscht ein weihevolles Stillschweigen zwischen uns, so dass es uns fast wie eine sündige Entweihung vorkommt, wenn ich es jetzt durch ein wenig bedeutsames Gepappel unterbreche. Aber geht es dem Erhabenen in der Welt nicht stets so? Was machen Sie denn, Sie eingefrorener Walfisch, Sie getrocknetes, eingebüxtes Stück Seele oder was ich sonst doch gefüllt mit 70% Zorn und 30% Mitleid Ihnen an den Kopf werfen möchte? Nur letzteren 30% haben Sie es zu verdanken, dass ich Ihnen neulich, nachdem Sie Ostern sang- und klanglos nicht erschienen waren, nicht eine Blechbüchse voll aufgeschnittenen Zwiebeln und Knoblauchen zuschickte. Aber warum haben Sie mir Ihre Dissertation immer noch nicht geschickt? Wissen Sie denn immer noch nicht, dass ich einer von den anderthalb Kerlen sein würde, der dieselbe mit Interesse und Vergnügen durchliest? Sie Miserabler! Ich verspreche Ihnen 4 Arbeiten dafür, von denen ich die erste in Bälde schicken könnte, da ich die Freiexemplare baldigst erhalten werde. Sie handelt über die Strahlung und die energetischen Eigenschaften des Lichtes und ist sehr revolutionär, wie Sie sehen werden, wenn Sie mir Ihre Arbeit vorher schicken. Die zweite Arbeit ist eine Bestimmung der wahren Atomgröße aus der Diffusion und inneren Reibung der verdünnten flüssigen Lösungen neutraler Stoffe. Die dritte beweist, dass unter Voraussetzung der molekularen Theorie der Wärme in Flüssigkeiten suspendierte Teilchen von der Größenordnung 1000stel Millimeter bereits eine wahrnehmbare, ungeordnete Bewegung ausführen müssen, welche durch die Wärmebewegung erzeugt ist. Es sind Bewegungen lebloser, kleiner, suspendierter Körper in der Tat beobachtet worden
von den Physiologen, welche Bewegungen von ihnen Brownsche Molekularbewegung genannt werden. Die vierte Arbeit liegt im Konzept vor und ist eine Elektrodynamik bewegter Körper unter Benutzung einer Modifikation der Lehre von Raum und Zeit. Der rein kinematische Teil dieser Arbeit wird Sie sicher interessieren. Es grüßt Sie Ihr Albert Einstein. Freundlichen Gruß von meiner Frau und dem nun ein Jahr alten Piepsvogel. Mit dem Schlusssatz gibt Einstein einen biografischen Hinweis, dass zu dem Zeitpunkt, in dem er diesen Brief schreibt und seine großen Arbeiten entwirft, er ist damals 26 Jahre alt, verheiratet ist und ein Kind hat. Diese Theorien, die er anspricht, das ist natürlich einmal die Theorie des Lichtes, die wir groß erwähnt hatten. Die anderen Arbeiten sind der eindeutige Nachweis der Existenz von Atomen. Er sagt einfach, er macht da gewissermaßen die Brownsche Molekularbewegung, erläutert das im Detail. Für die Physiker war das damals der endgültige Beweis von der Physikseite her, dass es Atome wirklich gibt. Das ist ein ganz massiver Einfluss auf die weitere Entwicklung der Wissenschaft. Denn jetzt konnte man anfangen zu überprüfen, wie diese Atome aussehen. Und die dritte Arbeit ist die Relativitätstheorie, auf die wir auch nur hingewiesen haben. Bleiben wir jetzt zunächst mal noch bei dem Familienmenschen. Also er ist ja auch mal verheiratet, in erster Ehe. Später heiratet er noch ein zweites Mal. Er hat jetzt einen ersten Sohn, später bekommt noch ein zweiter Sohn dazu. Ich erwähne das aber hier nur kurz, weil ich eigentlich den Familienmenschen und Albert Einstein hier nicht weiter erwähnen will. Im Großen und Ganzen war er wohl eine Katastrophe als Ehemann und als Vater. Und ich will das hier einfach nur hinstellen. Es ist sehr schwierig, das im Detail auszuführen. Es wirkt auch nur unangenehm. Nur um anzudeuten, wie schrecklich eigentlich Einstein als Ehemann war, möchte ich zitieren aus den Scheidungsbedingungen, die er mit der ersten Frau Mileva Maric ausgehandelt hat. Die sind wörtlich, die sind handschriftlich von ihm so notiert worden. Er meint das ganz ernst, was Sie jetzt im Folgenden hören, obwohl Ihnen das wahrscheinlich unmenschlich vorkommt. A. Du sorgst dafür, erstens, dass meine Kleider und Wäsche ordentlich im Stand gehalten werden. Zweitens, dass ich die drei Mahlzeiten im Zimmer ordnungsgemäß vorgesetzt bekomme. Drittens, dass mein Schlafzimmer und Arbeitszimmer stets in guter Ordnung gehalten sind, insbesondere, dass der Schreibtisch mir allein zur Verfügung steht. B. Du verzichtest auf alle persönlichen Beziehungen zu mir, soweit deren Aufrechterhaltung aus gesellschaftlichen Gründen nicht unbedingt geboten ist. Insbesondere verzichtest du darauf, erstens, dass ich zu Hause bei dir sitze, zweitens, dass ich zusammen mit dir ausgehe oder verreise. C. Du verpflichtest dich ausdrücklich, im Verkehr mit mir folgende Punkte zu beachten. Erstens, du hast weder Zärtlichkeiten von mir zu erwarten, noch mir irgendwelche Vorwürfe zu machen. Zweitens, du hast an mich gerichtete Rede sofort zu sistieren, wenn ich darum ersuche. Drittens, du hast mein Schlaf- bzw. Arbeitszimmer sofort ohne Widerrede zu verlassen, wenn ich darum ersuche. D. Du verpflichtest dich, weder durch Worte noch durch Handlungen, mich in den Augen meiner Kinder herabzusetzen. Also wohlgemerkt, das ist handschriftlich von Einstein ganz höchstpersönlich so notiert worden. Das wollte er so und das hat er auch so durchgesetzt. Ist natürlich keine Frage, dass das kein gutes Verhalten ist. Aber ich will das auch weglassen. Er hatte sich auch mit der zweiten Frau, die er geheiratet, nicht so unbedingt gut vertragen. Da gibt es alle möglichen Gerüchte, dass er eigentlich gar nicht diese Frau, sondern die Töchter dieser zweiten Frau haben wollte. Also Einstein hatte eine Menge Freundinnen, da ist eine Menge Geheimnisvolles. Man kann auch eine Menge über Einsteins Verbindungen noch zu russischen Spionen in dieser Zeit sagen, aber das lassen wir, ich möchte nur Ihre Neugier wecken, dass dieser Mann auch ein Geheimnis bleibt, egal was wir meinen, dass wir ihn zu kennen meinen, dass wir sein Gesicht zu kennen meinen, dass wir seine Sprache zu kennen meinen. Da stecken noch eine Menge spannender Dinge hinter, aber wir wollen uns hier mehr um die wissenschaftliche und physikalische Entwicklung kümmern. Wie gesagt, das Wunderjahr 1905, das ist natürlich nicht so, dass dann anschließend Fanfaren geblasen werden und die ganze physikalische Öffentlichkeit sich auf ihn stürzt und ihn zum Helden erklärt. Es hat große Schwierigkeiten auch des Verstehens gegeben.
Die Kollegen sind ja auch alle doch im Weltbild des 19. Jahrhunderts befangen und es dauert so etwas. Derjenige, der sich als erster um ihn gekümmert hat, der ihn quasi dann auch entdeckt hat, das war Max Planck. Man spricht deswegen manchmal auch davon, dass Albert Einstein Max Plancks zweite Entdeckung ist. Also Max Planck hat ja das Quantum der Wirkung entdeckt zur Beschreibung der atomaren Wirklichkeit. Und dann hat er noch Albert Einstein entdeckt. Er hat auch dafür gesorgt, dass Albert Einstein, nachdem er einige Schweizer Karrierestufen durchlaufen hatte und auch mal zwischendurch eine Professur in Prag hatte, nach Berlin kommt an und dann Professor oder Direktor eines Kaiser-Wilhelm-Institutes für Physik wird. Als Einstein dann in Berlin war, war die deutsche Wissenschaft sozusagen auf ihrem Höhepunkt, also in der Zeit vor und nach dem Ersten Weltkrieg. Und damals hat sich auch noch eine Regel etabliert. Damals hatten die Deutschen, also vor allen Dingen in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, hatte die deutsche Wissenschaft gerade in Berlin so viele Nobelpreisträger, dass wenn bestimmte Seminare stattgefunden haben, die erste Reihe frei blieb. Die waren nämlich nur für die Nobelpreisträger bestimmt, die dann auch später gekommen sind. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Sorge, die Angst, die die Deutschen haben, sich in die erste Reihe zu setzen, etwa bei einem Vortrag, doch daher kommt, dass man immer noch das Gefühl hat, jetzt kommt gleich Einstein rein und sagt, erste Reihe ist nur für Nobelpreisträger. Er hat dann in der Berliner Zeit seine schon in den Schweizer Jahren fortentwickelte Relativitätstheorie von einer sogenannten speziellen Form in eine allgemeine Form übergeführt. Diese allgemeine Form betraf dann, wenn man so will, die Welt als Ganzes. Dabei ist ihm nämlich merkwürdigerweise aufgefallen bei der Entwicklung der Grundgedanken, mit denen er versucht hat, Raum und Zeit zu verbinden und die Energie noch dahin zuzufügen und die Materie auch noch in ein Gesamtkonzept einzubinden, dass ihm dabei plötzlich mathematische Gleichungen gelungen sind, für die es keine Randbedingungen mehr benötigte. Tatsächlich ist ja so, wenn Sie zum Beispiel die Leitfähigkeit eines Drahtes in der Physik behandeln, dann müssen Sie natürlich irgendwann mal sagen, wo der Draht anfängt und wo der Draht aufhört. Dann laufen da die Elektronen los, kommen da an. Der Draht ist nicht unendlich lang. Obwohl sie in der Mitte können sie so tun, also für Elektronen da laufen können, wie sie wollen. Aber Einstein hat das dann auch gemacht, hat dann eine Theorie der Welt gemacht und dann hat er gedacht, irgendwann muss er jetzt den Rand definieren, aber da war keiner da. Also es war nicht nötig. Mit anderen Worten, Einstein hatte plötzlich eine allgemeine Relativitätstheorie, die die ganze Welt umfasste, wo es gewissermaßen überhaupt keine eigene Grenze zu bedenken gab. Und er hat dadurch ein völlig neues Weltbild aufgestellt, das er einmal in die kurzen Formen gebracht hat, dass mit der allgemeinen Relativitätstheorie klar wird, dass wir quasi in einer Welt leben, die zwar nicht unendlich groß ist, aber unbegrenzt. Das ist eine merkwürdige, schöne Idee, dass es eine Welt geben kann, eine geometrische Konstruktion in dem Raum, in dem wir existieren, sodass etwas wie eine Oberfläche in einem dreidimensionalen Raum etwas endlich groß ist. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie haben einen Globus oder einen Fußball, dann haben Sie den ja unmittelbar vor sich, sodass die Oberfläche dieses Globus natürlich endlich ist. Aber sie ist zugleich auch unbegrenzt. Sie können ja rumlaufen, solange sie wollen, sie kommen ein Ende. Und Einstein hat uns dieses wunderbare Modell vorgeführt, dass wir in einer Welt leben, die gleichzeitig endlich und unbegrenzt ist. Ich finde das eben so schön human, weil die Menschen im 17. Jahrhundert, da gibt es den berühmten Satz von Pascal, hatten Angst vor dem Schweigen der unendlichen Räume. Es ist aber kein unendlicher Raum, der Raum ist nur endlich. Als Menschen wollen wir allerdings nicht begrenzt sein. Und genau das ist der Raum ja auch nicht. Er ist unbegrenzt. Das heißt, der Raum ist ideal für uns gemacht. Er ist endlich und unbegrenzt zugleich. Einstein sagt, dass es sozusagen der Raum ist, der für uns da ist, dem wir uns wohlfühlen können. Und ich glaube, dass das auch ein Teil der Lust ist, die eigentlich seine Wissenschaft mit sich bringt. 1915 stellt er diese allgemeine Relativitätstheorie vor. Dann kommt, das ist natürlich in der Zeit des Ersten Weltkriegs, da ist die Aufmerksamkeit nicht so groß, aber er hat Glück. Am Ende des Ersten Weltkriegs 1919, also im Jahr danach, besteht die Möglichkeit, eine seiner merkwürdigen Voraussagen, die aus der Theorie folgen, im Experiment zu überprüfen. Diese merkwürdige Voraussage besteht darin, dass der Raum nicht etwas ist, der eine geometrische Struktur hat, wie Euklid die vorgegeben hat, dass also eine gerade Linie immer eine gerade Linie ist, egal wo sie lang gehen und dass sich das Licht immer auf geraden Linien bewegt, so wie wir das noch auf der Schule gelernt haben, sondern Einsteins Theorie ist, dass der Raum gekrümmt wird durch die Materie, die im Raum vorhanden ist. Das heißt, wenn jetzt ein Lichtstrahl an einem großen Materieklotz vorbeigeht, also zum Beispiel der Sonne, dann wird er gekrümmt, aber nicht, und zwar weil der Raum gekrümmt ist. Und diese Raumkrümmung,
Die versucht man durch ein Experiment zu überprüfen, das mit einer Sonnenfinsternis in Verbindung ist. Man betrachtet die Sternposition einmal mit und einmal ohne den Weg des Lichtes an der Sonne vorbei, was man natürlich nur tun kann. Man kann an der Sonne nur vorbeischauen, wenn sie verfinstert ist. Man macht das, man stellt fest, Einsteins Theorie ist genau richtig. Damit widerspricht Einsteins Vorstellung des Kosmos, der alten Vorstellung, die Newton vom Kosmos hat. Er sagt sozusagen, dass wir in einer ganz anders geometrisch orientierten Welt sind, wie wir seit Jahrtausenden gedacht haben. Und das wird in Amerika und England groß gefeiert. Er wird zum Weltstar. Die London Times, die New York Times kommen mit Schlagzeilen raus. Eine der schönsten aus dieser Zeit ist, Einstein hätte entdeckt, dass die Sterne nicht da sind, wo wir sie erwarten. Aber keiner braucht sich Sorgen zu machen, heißt es, die Welt wäre noch nach wie vor in Ordnung. Vor allen Dingen würde Einstein dann immer das noch alles erklären. Diese schöne Überschrift, also ein neuer Weltstar in Berlin geboren, die Sterne sind nicht da, wo wir sie erwarten. Das Weltbild seit 2000 Jahren, das von Newton und Euklid herkommt, ist widerlegt worden durch einen neuen Star der Wissenschaft, Albert Einstein, verdanken wir vor allen Dingen der New York Times. Und das Merkwürdige ist, die New York Times hatte eigentlich gar keinen Wissenschaftskorrespondenten in Berlin, sondern Einstein ist von dem Golfkorrespondenten der New York Times interviewt worden und der hat das halt in so eine nette Überschrift gebracht und das kann manchmal passieren. Dadurch wurde Einstein zum Weltstar. Er ist tatsächlich auch jemand, der sich dafür eignet, denn wir haben ja schon in den Zitaten gesehen, seine Sprache ist wunderbar. Er hat damals auch diese ungewöhnlichen Haare schon gehabt. Er hat auch die ungewöhnliche Art, sich zu kleiden schon gehabt. Also er hat keine Socken zum Beispiel angezogen, hat keinen Pullover angezogen, diese lässige Art. Und dadurch wurde er dann dieser ganz große Star, der dann auch bis heute ja zum Star geworden ist. Er ist ja auch zum Mann des 20. Jahrhunderts gewählt worden. Trotz, also sein Ruhm kommt über die Relativitätstheorie, über den Nachweis. Aber wie schwierig das für die Kollegen war, sieht man daran, dass er den Nobelpreis, den er dann 1921 bekommt, nicht für die Aufstellung der Relativitätstheorie bekommt. Da ist man noch vorsichtig, noch ist man da in Stockholm bei der Vergabe in den Komitees skeptisch, sondern man gibt ihm den Preis für die Entdeckung, dass das Licht als Welle und Teilchen gleichzeitig verstanden werden muss. Er versucht jetzt in den nächsten Jahrzehnten seines Lebens, wenn er dann nach 1933 eben nach Amerika geht, weiter an dieser allgemeinen kosmologischen, allgemeinen relativistischen Theorie der Welt zu arbeiten und versucht sie vor allen Dingen mit den damals natürlich entsprechend auch stark aufkommenden Theorien über die Atome zusammenzubringen. Dabei versucht er das aufzustellen, was man manchmal einfach als vereinheitlichte oder allgemeine Feldtheorie oder als einheitliche Feldtheorie bezeichnet. Was ist damit gemeint? Einsteins Relativitätstheorie erfasst die Welt in Form von sogenannten Feldern. Da werden Gravitationsfelder aufgeführt und da sind auch andere Felder. Und diese Felder, die Welt erfassen, diese Felder haben so die Eigenschaft des Kontinuierlichen. Die atomare Wissenschaft wird aber vor allen Dingen bestimmt durch die Quantensprünge, die Max Planck entdeckt hat, also durch das Quantum der Wirkung. Da ist also das Eigentliche, was dabei eine Rolle spielt, das Unstetige, das Sprunghafte. Und die große Bemühung von Einstein bestehen darin, dieses Sprunghafte, dieses Quantenhafte, dieses Diskrete mit dem Kontinuierlichen, dem Feld, dem Feldhaften und das Durchgängigen dieser Welt zu vereinigen. Also sozusagen Sprünge und Kontinuum, das Diskrete und das Kontinuierliche zusammenzubringen. Und das hat er tatsächlich bis zum Ende seiner Tage nicht hinbekommen. Und das haben wir bis heute noch nicht hinbekommen. Die Quantentheorie der Atome und die Gravitationstheorie des Kosmos stehen gewissermaßen immer noch fremd gegenüber. Sie scheinen sich auch in irgendeiner Form zu widersprechen. Alle Versuche, eine Quantengravitation zu ermitteln, die sind dabei nicht gelungen. Und zum Schluss war er dadurch etwas resigniert. Er war nicht nur resigniert, weil er diese Theorie wirklich hinkriegt, obwohl er, wie er das manchmal so schön sagte, sein Gehirn ausgeleiert hat bis zum Schluss und er versucht, das immer wieder sitzt jeden Tag da von morgens bis abends und versucht, da etwas Sinnvolles zustande zu bringen. Er rechnet die Seiten voll, aber es kommt sozusagen zu keinem Ergebnis. Aber er war natürlich auch in dieser Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als er in Amerika war, dadurch resigniert, dass natürlich jetzt das öffentliche Bewusstsein seine Wissenschaft unter dem Aspekt sah, dass diese Wissenschaft eine Atombombe hervorgebracht hat. Und eigentlich
ist er zum Schluss seines Lebens eher sehr traurig, sehr deprimiert geworden. Und dabei gibt es ein berühmtes Zitat, dass er sagt, dass er eigentlich sein Leben bedauert. Wäre ich noch einmal ein junger Mensch und stünde ich erneut vor der Entscheidung, über den besten Weg meinen Lebensunterhalt zu verdienen, so würde ich nicht Wissenschaftler, Gelehrter oder Pädagoge, sondern eher ein Klempner oder Hausierer werden wollen, in der Hoffnung, mir damit jenes bescheidene Maß von Unabhängigkeit zu sichern, das unter heutigen Verhältnissen noch erreichbar ist.